Und damit, Keo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Ihr wisst Bescheid. Ich habe heute mehr Lust. Ich habe nämlich im Chat der Premiere vom Final Boss mit Octofluffy oder so heißt er geschrieben. Schöne Grüße an dich. Der mir gesagt hat, ich soll vielleicht mal auch im Shop vorbeigucken. Da gibt's spannende Sachen. Und, ja, gibt es. Wir können unsere Lebensleiste einfach komplett verdoppeln. Ups. Oder auch verdreifachen oder vervierfachen. Mit irgendwelchen Tricks, das weiß ich nicht so ganz. Auf jeden Fall gibt es einen Laden, in dem man Boosts kaufen kann. Und eines dieser Boosts ist eben auch, ja, glaubt es mir oder glaubt es nicht, eine zweite Lebensleiste zu haben. Ist halt bisschen, Weltraumentdecker. Ist halt bisschen problematisch so, dass ich das vorher nicht wusste, aber jetzt weiß ich Bescheid. Und wir starten direkt rein, so. Yo, ist hier drin, steht hier die Zeit still? Wir haben doch irgendwo dieses Zeit steht still Item, nicht? Ja, das hier. Ich hoffe, davon gibt es noch eine dritte Version, damit wir die ganzen Level schaffen können. Im Übrigen, ich weiß noch nicht ganz, wann der Stream sein wird. Ich schätze aber vermutlich, zwei, drei Wochen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Seid auf jeden Fall darauf gespannt. Ich bin in letzter Zeit, also, es gab einige Sachen, die waren nicht ganz so nice jetzt in den letzten Tagen. Die haben mich ein bisschen runtergezogen und deswegen habe ich ein bisschen weniger aufgenommen. Deswegen, ich bin jetzt auch wieder richtig eifrig dabei. Aber ein Stream diese Woche wird es nicht geben. Was heißt diese Woche? Für mich ist heute Donnerstag, der 26. Also diesen Samstag wird es keinen Stream geben. Und nächste Woche wahrscheinlich auch nicht. Es tut mir leid. So, schieben wir das beiseite und machen hier weiter. Hey, willkommen hier im Wallys Kramladen. Ey, da findest du alles, was du brauchst. Yo. Verdoppelt die KP. Kann nicht höher sein als der doppelte normale KP. Erhöht die Angriffskraft, erhöht das Tempo. Wir kaufen das hier. Ja, das Geld haben wir. YouTube Money, das passt schon. Das habe ich jetzt auf Vorrat. Ich kaufe davon mehr, ich bin doch nicht bescheuert. Wir kaufen gleich erstmal direkt zwei. Wer weiß, wie es heute läuft. Oh, okay. Ich habe gehört, das bleibt da liegen. Leg das mal noch ein Stückchen zu ihm. Ja. Apropos kleines Easter Egg. Wenn wir gerade schon hier oben sind. Da hinten links gönnt sich wer eine Pause. Und zwar König DDD. Hey, Kirby, ist schon eine Weile her, nicht wahr? Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, aber vielen Dank, dass du King DDD gerettet hast. Wo ich gerade erwähne, ihm scheint die Stadt richtig zu gefallen. Er ruht sich gerade ein bisschen aus, um wieder auf die Beine zu kommen. Übrigens, ich habe hier noch etwas Persönliches für dich. Eine Blaupause von König DDD höchstpersönlich. Okay. Der Maskenhammer. Also wahrscheinlich König DDDs Hammer. Wenn ich da mal irgendwann dazu komme, die Challenges zu machen, das heißt nach dem Stream, werde ich mich... Ich muss wirklich da hochklettern. Werde ich mich natürlich drum kümmern. Wir gehen jetzt erstmal zu den isolierten Inseln. Oh yeah. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut und übersteuere die ganze Zeit. Und wir starten rein ins zweite Level. Die Vergessküste. Es gibt wieder 48 Teile von Leos Seele zusammen und ich will sagen, wir starten. Let's go direkt mal rein.
Oh. Der sieht uns hier gar nicht. Wow, 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 wow. Nein, 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 ich bin mir sicher. Wir müssen hier irgendwas runter machen. Wollen wir wetten? Ganz oben ist irgendwas drauf, ich weiß es. Bist du da hinten eigentlich? Wow! Ich hab's gar nicht mitbekommen. Hier gibt's einen Teil von Leos Seele. Nein! Hör doch auf die ganze Zeit. Ach Mann. Bin das so gewohnt. Kann ich hier drüber laufen? Ja klar. Hier gibt's einen Teil von Leos Seele. Wir sind ja mit dem Ding schnell. Wir können damit ja auch so... Ne, können wir nicht. Okay. Ja. Ein Teil seiner Seele. Wir können auch so irgendwie so Schneemänner bauen. Die können wir einfach rumschieben. Wie genial. Auch wenn ich dieses Item abgrundtief hasse. Wir nehmen einfach das nächste. Geld nicht vergessen ist wichtig. Heilung nicht vergessen ist wichtig. Leos Seele... Ich habe mich mal ein bisschen darüber informiert. Heißt aber nicht, dass ich jetzt weiß, was es damit auf sich hat. Ich kann es euch immer noch nicht so ganz genau sagen. Ist halt einfach ein bisschen... Ja. Keine Ahnung. Ist weird. Aber man braucht irgendwie alle, um irgendwie was Bestimmtes machen zu können. Aber dieses Bestimmte interessiert mich, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe da eben nur ein bisschen was mitbekommen. Keine Ahnung. Es kann sein, dass wir alle 100 brauchen. Kann aber auch nicht sein. Und, da ich euch, das nicht sagen kann. Keine Ahnung. Wieso hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente gesammelt? Okay. Aber da hinten gibt es noch einen goldenen Fisch. Oh, und Geld. Geld ist wichtig, damit wir uns Leben kaufen können. Ach ja, Leute. Im Übrigen, ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, aber wir stehen ganz kurz vor den 100 Abonnenten, Leute. Ihr glaubt es nicht. Und... Ach, wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann lasst doch gerne ein Abonnement da. Ganz genau, das wollte ich nur gesagt haben. Hier muss ich schießen, der respawnt. Wenn ein Gegner respawnt, dann weißt du einfach, du brauchst ihn. Genau, dann abonnier doch einfach gerne den Kanal. Dann kannst du sagen, du hast mich schon abonniert, bevor ich 100 Abonnenten hatte. Und du kannst sagen, dass du... Ey, ich kann gerade gar nicht reden. Ich bin gerade voll konzentriert. Wo war ich? Oh mein Gott, wo war ich? Ich wollte gerade richtig was Professionelles sagen. Lass ein Abo da, dann gehörst du zu den ersten 100. Ach du meine Güte, ey. Dich sehe ich, mein Freund. Das geht weg? Das war das Ding, wo ich eine Chance hatte. Perfekt. Doch nicht. Aber das scheint nur zu spawnen, wenn ich weit genug bin. Ich bleib da drauf. So. Also eigentlich müsste es da hinten. Gibt es aber nicht mehr. Okay. Wir haben nicht alle Fragmente, ich weiß, aber wir gehen erstmal weiter. Wenn wir alle brauchen, eben, wir sammeln das Ganze im Stream. Also, was heißt das Ganze im Stream? Wenn ich Zeit habe, mache ich das. Vor allen Dingen, ich kann dir gar nicht nächste Woche Samstag machen. Ich bin nächste Woche Samstag nicht da, Leute. Ich fahre wieder in Urlaub. Glaubt es nicht. Ja, ja, ich habe das verdient. Ha. Nein,
eben aus Grund von ein paar Sachen können meine Großeltern nicht in Urlaub gehen. Und dementsprechend gehen dann meine Mutter und ich mit meiner Tante, meinem Onkel in Urlaub. Und eben wieder nach Italien. Will das nicht. Und das ist eben für 10 Tage, eben jetzt in den Pfingstferien Baden-Württemberg. Eben für 10 Tage, ich glaube die erste, ich weiß es nicht, frag mich nicht wann genau, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Zeitraum, bis dahin muss ich noch ganz viele Videos vorproduzieren. Deswegen kann es auch sein, dass an manchen Tagen einfach nicht permanent Videos kommen. Es kann mal sein, dass 2 Tage lang kein Video kommt oder so. Tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch, Mann. Ich will auch mal Freizeit hier. Ob ihr es glaubt oder nicht, fast 80% meiner Zeit, die ich am Computer sitze, checke ich in YouTube. Und das ist verdammt viel. Stellt euch vor, ihr setzt euch am Morgen an eure Spielekonsole und spielt so 8 Stunden. Und von diesen 8 Stunden seid ihr einfach... Und ihr spielt 10 Stunden. Und von diesen 10 Stunden seid ihr einfach 8 Stunden nur daran, Videos aufzunehmen und zu schneiden. Und ihr könnt davon höchstens eine Stunde, eine halbe Stunde zocken. Ihr hättet legit einfach keine Lust mehr. Oh, die da. Ganz ehrlich, ihr seid dann auch irgendwann fertig, geschafft und müde und wollt halt auch mal eure Pause haben. So. Will ich halt auch, okay? Also entschuldigt es, falls es nicht jeden Tag ein Video gibt. Gibt es ja sowieso nicht. Dienstag und samstags nicht. Samstag gibt es eigentlich einen Stream. Ich weiß, ich streame in letzter Zeit nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen möchte. Aber ich tue mich jetzt schon schwer, teilweise mehr als 2 Videos aufzunehmen, weil ich einfach nichts mehr zum Reden habe. Also ich bin schon so konzipiert, dass ich nach circa, weiß ich nicht, einer Stunde, anderthalb, nichts mehr zum Reden habe. Und ein Stream, ihr wisst, ich bin eigentlich jemand, der sagt, yo, ein Stream, der keine 3 Stunden geht, ist ja langweilig so. Die Leute haben nichts davon. Die Leute schalten ein und schalten direkt wieder ab, so. Und dementsprechend bin ich jemand, der sehr gerne länger streamt. Deswegen ich es dann auch teilweise schade finde, wenn ich früher beenden muss, weil ich einfach nichts mehr zum Talken habe. Es tut mir leid. Genau. Und ich muss mich erst wieder ein bisschen daran gewöhnen. In letzter Zeit, ich bin sehr lustlos gewesen. Eben wegen dem Zeugs, was mich eben gerade so belastet hat. Hallo? Dankeschön. Frag mich, was die sind. Die sind irgendwie ganz weird. Dementsprechend, ja. Entschuldigt einfach, wenn ich nicht ganz so fit bin, wenn es eben keine Streams gibt oder sonst so Sachen. Es tut mir leid. So, du bist erstmal. Das war gerade ein Soundfehler. Habe ich das richtig gehört? Das geht ja mal gar nicht. Was denn das denn? Nein! Wie blöd kann man sein? Erstmal voll zurück kriegst du das. Wir haben sehr wenig. Oh. Machen wir hier weiter. Die da. Da ist noch eine. Oh, die kommt. Die müssen wir einsammeln. Die verschwindet sonst in der Mitte. Nein. Haben wir die? Oh mein Gott, das ist bisher die fieseste. Weil, wenn wir sie nicht einsammeln, verschwindet die einfach. Oha, wie unfair. Okay. Ey, das wird sowas von einem 25-Stunden-Stream. Das ist meine Prediction. Das Geld mitnehmen ist wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Auch wenn dieser Teil so präsent ist. Bis jetzt ist das Level sogar noch einfach. Ich habe mich bis jetzt noch nicht aufgeregt, ja? Gotta go fast, fast. Gotta go fast, fast. Wir Seelensplitter nicht vergessen. Ey, ist das jetzt... Wie heißt das? Subray-Surfer. Nein! Okay, das sehen wir nicht mehr.
What? Ich komme hier obviously nicht hoch. Gut, gehen wir weiter. Oh mein Gott, wie mies ist das denn? Aber wie genial, jetzt mal for real. Wir kommen unten raus und wir können mit einfachen Sprung hier hoch. Ich weiß nicht genau, wofür ich das will. Dafür! Perfekt. Ey, das ist bisher... Nein! Okay. Glaubt es oder glaubt es nicht? Oh, wie unfair. Aber es macht Spaß. Dieser Teil des Levels macht legit Spaß. Ich hätte springen müssen. Ich respawn hier hinten. Ich habe noch eine Chance. Ha, die da. Hihihihu. Moment, hadi. Alami, wade, hadi. Hadi, da. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Wir können den Abschnitt neu starten. Ich habe gar keine Lust dazu. Wir wollen auch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Ich bin mir sicher, viele finden das auch langweilig, wenn ich 5000 Mal dieselbe Stelle probiere. Dafür ja der Stream. Obviously. Let's go weiter. Oh, 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 nee. Schlau wäre er, weil er sucht sein Ziel. Let's go. Tropic Roots wegen W und R. Tropic Woods in seiner Phantom-Version. Wir springen, wir springen, wir springen. Er kommt mit seinem Nebel. Yo! Okay, volle Kanne rein da. Sprung, 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 Sprung. Flug, 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 Flug. Nein. Der ist bisher der, meiner Meinung nach, der stärkste. Ich sehe gar nichts. Na, ich bin doch gesprungen. Hallo. Ey, wie unfair. Aber halt einfach das Zeugs in die Richtung werfen ist schon. Flug, 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 flug. Falsche Richtung. Kirby! Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Boah, stressig! Okay, zweite Phase. Ach. Hä? Hä? Ach, das ist ein Labyrinth. Jo. Oh yes. Aber wenn er gerade nichts macht. Wir kommen. Perfekt. Flug, Flug, Flug. Hä, da durchpusten.
Natürlich kann er, was eine Frage. Ich... Einfach im Flugmodus bleiben. Da lang. Wieder der gleiche Weg, ah, nur ein bisschen anders, okay. Trotzdem wieder so. Komm, 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 komm. Jetzt ist doch langsam mal gut, ey. Oh ja, die Phase nutzen, die Phase nutzen. Ja, Yes! Bam! So will ich das, Leute. So muss das. Ach, ihr glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Oh mein Gott, ich hab's. Yes! Ich bin friedlich gesandt. Yeah! Mega anstrengend. Wir haben mindestens... Oh, okay. 10 zu wenig. Damit bin ich an sich noch ganz zufrieden, würde sagen. Ist okay. Ist jetzt nichts, worüber man sich aufregt. Ist jetzt auch nichts, worüber man sich freuen sollte. Aber ist okay. Der Vergnügungspark. Genau, der Vergessvergnügungspark. Ich hab so... Ich glaube, wir brauchen doch... Ah, nee, wir brauchen eine Mindestanzahl. Okay. Ich habe meine Bedenken. Also, ich meine... Cassandra? König DDD? I don't know. Dieses komische Viech? Und Leopold. Und was das dann da hinten ist, ich weiß es nicht. Das ist dieser ultraschwere Boss, bei dem ich schon des Todes Probleme hatte. Wir gehen ganz kurz zurück in die City und holen uns eine Maxi-Tomate. Oh, die Folge ist schon vorbei. Also eigentlich nicht, wir hätten noch 8 Minuten, aber wie fülle ich die 8 Minuten? Wir machen irgendein Minispiel. Gibt's hier nicht die Tomate? Hier gibt's keine Tomate. Kostet Geld. Dann halt nicht. Da oben gibt es noch ein Minispiel. Dann lass uns das in den letzten 8 Minuten noch machen. Das da. Stell dich vor das Roll Kirby Roll Game, das du spielen möchtest, und drücke anschließend A. A. Oh nee. Oh nee. Ach, ich muss hier auch noch gamblen und bezahlen für. Yo, gar kein Problem. Sehr geehrter Herr Gyrosensor, ich finde Sie nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Und wie ist denn der Controller gerade? Ja, ganz safe. Also wer hier nicht safe spielt... So ist ungefähr gerade, also... Wer läuft denn da? Das auf Zeit! Uff. Oh, das ist ja mega der Gamble. Okay, komm, Vollgas. Komm, 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 komm. Hier, hier, komm. Ich hasse sowas, wisst ihr das? Ich hab nach links! Okay, wir haben's geschafft. Gibt's dafür was? Ach, eine schwerere Version, okay. Na dann. Ich bin Gamble-Meister, natürlich mach ich das. Hier, ich halte meinen Controller gerade. So wird gespielt. Ich halte den Controller jetzt gerade. Seht ihr das? Aber das ist schief.
Ich muss zwei zum Ziel. Ist nicht dein Ernst. Oder reicht auch einer? Ah. Ist halt unfair. Ach, wenn einer stirbt, sterben beide. Okay, ja. Das Problem ist, der hat meinen Controller einfach schief angenommen. Jetzt ist er gerade... Controller gerade gar kein Problem. Aber was war das denn vorher? Oh, es gibt noch eine dritte Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, das sind diese Dreiecke, die uns zeigen. Nein, ich wollte gar nicht mehr beenden. Bekomme ich die zurück? Ich weiß es nicht. Dann zeig mir mal Stufe Nummer 3 für die einzig wahren OGs. Meine Güte. Jetzt mit 3 Bällen oder was? Mir reicht einer. Ey, mir ist die Zeit hierbei bei sowas komplett egal. Also bei sowas, wo die Entwickler einfach dachten, yo, wie schaffst du es, den Spieler so sehr zu triggern, dass er keine Lust mehr auf das Spiel hat? Boah, was? Ich mach das nicht nochmal, vergesst es. Ich will heute positiv das Ende der Folge erreichen. Also, dann machen wir es auch positiv. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, bis dahin habe ich die 100 Abonnenten. Bis dann und ciao, ciao, Leute.